Ja, hallo und willkommen bei Ewerk Tom. Heute zeige ich euch mal das Unboxing und Review zum Tourol Tracking E-Bike J1 ST. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Ja, ausgepackt kommt es dann hier gut verpackt an und jetzt werden wir erstmal das Ganze hier auseinanderbauen. Ja, beigelegt zur Lieferung wurde dann auch hier, ja, mit enthalten ist natürlich hier einmal das Ladegerät, eine Bedienungsanleitung, die Pedale, dann nochmal hier extra Anschluss hier nochmal für Drehgasgriff, der aber in Deutschland nicht erlaubt ist. Dann hier der Imbusschlüssel, Maulschlüssel. So, jetzt werden wir erstmal den Lenker jetzt gleich montieren. Dafür müssen wir hier alle Schrauben mal lösen. Erstmal handfest. Dann ist hier noch der Schlüssel für den Akku. Sehr gut. So, jetzt machen wir das Schutzblech. Schaffen wir noch. Und gleichzeitig montieren wir jetzt auch das Frontlicht fest. So, auch fest. Supi. Dann nur noch die Pedale. Ja. Auch gekennzeichnet. Rechts für rechts, links für links. Schlüssel. Boah. Fertig montiert. Ta-ta-ta-ta. So, jetzt kommen die Feineinstellungen. Das heißt, hier werde ich jetzt erstmal den Lenker richtig einstellen. Neigungswinkel ist übrigens ein verstellbarer Lenker, da komme ich aber später nochmal zu. Den Sattel auf die richtige Höhe bringen und dann mal das Gerät als allererstes mal einschalten und schauen, ob es überhaupt angeht. So, jetzt pumpen wir nur noch die Reifen auf. Ich habe es eingestellt auf 55 PSI. Man sollte hier zwischen 44 und 65 PSI wählen und die dazugehörigen Bar-Angaben in Bar werde ich noch ins Video einblenden. So, jetzt haben wir unser Tourol J1 ST komplett fertig montiert. Ich habe jetzt auch schon die Reifen dementsprechend aufgepumpt. Fangen wir bei den Reifen mal vorne an. Das sind sogenannte Kenda-Reifen. Das sind 27,5 Zoll mal 2,1 Zoll. Große Reifen mit dementsprechendem Profil. Wie sich dieses Profil auf den verschiedenen Untergründen bewähren wird, werde ich euch dann noch in meinem Fahrvideo berichten. Ja, dann haben wir vorne natürlich hier eine STVZO-konforme Frontlampe mit einem Reflektor. Reflektoren gibt es übrigens auch an den beiden Reifen, vorne sowie hinten. Dann haben wir hier die Federung, kann man sperren oder halt öffnen. Ja, dann kommen wir mal hier zum Lenker. Ja, dann haben wir hier einmal die Bremse für hinten, die Bremse für vorne. Dann haben wir hier eine Shimano Tourney TZ Schaltung. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, obligatorisch unsere Klinge. Auch nicht das billigste Modell, sondern richtig gut. Dann kommen wir mal hier zu dem stellbaren Lenkervorbau und zum Lenker. Das ist ein ergonomischer Lenker. Und hier haben wir nochmal von Neko dementsprechend einen verstellbaren Lenkervorbau, damit man das Fahrrad oder auch den Lenker so einstellen kann, wie man gerne damit fahren möchte, mehr sportlich oder mehr aufrecht. Dazu gibt es dann hier auch dementsprechend nochmal die Skala für die Einstellung des Grades. Mit Drücken auf der Power-Taste geht das Display an. Da hat man die km/h-Anzeige. Mit Drücken der Plus-Taste kann man hier in die einzelnen Stufen bis auf Stufe 5 und mit Minus wieder runter. Lange drücken auf die Plus-Taste aktiviert das Frontlicht. Einmal vorne und einmal hinten. Und noch als kleines Extra gibt es eine Bremslichtfunktion. Finde ich echt klasse. Bedenkt bitte, was dieses E-Bike kostet. Für unter 1000 Euro mit Bremslichtfunktion hat nicht jedes E-Bike. Ja, dann haben wir hier noch die Anzeige, dann, dass das Licht an ist. Dann haben wir die Anzeige in Balken und in Prozent.
aktuell bei 63%. Übrigens, beim Druck des Powerknopf auf dem Akku leuchtet dieser blau, weil es voll ist, bei 50% in grün und bei unter 25% dann in rot. Ja, dann kann man auch hier mit der Plus-Taste länger gedrückt wieder das Licht ausschalten. Das Display ist sehr angenehm hell und man kann über das Menü vom Display dementsprechend auch noch die Helligkeit einstellen, ob man km/h möchte oder miles pro hours, und es gibt dann noch andere Einstellungen. Ja, dann haben wir hier verbaut einen entnehmbaren Akku von 15,6 Amperestunden. Das sind 561 Wattstunden. Dann haben wir hier noch schön im vorderen Kettenblatt eine doppelte Führung für die Kette. Hier hinten befindet sich dann der 200 Watt starke Nabenmotor mit 45 Newtonmeter. Auch mit dementsprechendem Ritzel. Also eine Shimano Tourney TZ. Hier noch mit extra Schutzbügel, was mir besonders gut gefällt. Und auf der anderen Seite auch hier vorne die Bremsen. 160 mm Seilzug. Die Bremse hinten auch 160 mm mit Seilzug, die ich hier noch einstellen muss. Ja, und natürlich auch hier Fahrradständer. Der macht auch einen sehr soliden Eindruck. Hier noch der Sattel, auch verstellbar auf die Größe, und die Schutzbleche vorne und hinten sind auch aus, ja, ich vermute mal Aluminium, also keine Plastik-Schutzbleche, was mir auch sehr gut gefällt. Auch die Kabelführung hier, alles schön ordentlich aufgeräumt. Hier ist noch der Anschluss für das Daumengas, der natürlich in Deutschland nicht erlaubt ist. Ist hier der Stopfen drauf, ist aber im Lieferumfang mit enthalten. So, dann zeige ich euch jetzt auch mal kurz die Akkuentnahme. Also Fahrrad aus, Schlüssel rein, dann hat es sich hier gerade geöffnet und ich kann es nach hinten wegziehen und genauso einfach wieder rein. Eingerastet, fertig, und dann hier wieder einschalten. Und alles läuft. Hier zum Akku sollte noch erwähnt sein, laut Herstellerangaben hier keine Probleme ist bei Regenfahrten. Man sollte wohl bei der Reinigung hier nicht mit dem Dampfstrahler arbeiten, sondern hier auf die Handwäsche dementsprechend das Fahrrad pflegen und waschen und nicht mit dem Dampfstrahler. Weil dann könnte doch irgendwie mit dem Dampfstrahler natürlich hier was in die Ritzen reinkommen. Aber für leichte Regenfahrten sehe ich hier absolut kein Problem. Nur bei schwerem Regen oder starkem Regen würde ich dann entweder hier mit einem Schutz arbeiten. Man gibt es ja einen Akkuschutz, den man hier drum machen kann. Ne, den man hier so drum machen kann, gibt es ja einen Akkuschutz. Entweder arbeitet man damit, dann wenn man durch einen starken Regen muss. Ansonsten ist es ein richtig, richtig tolles E-Bike. Und wie gesagt, für den Preis, ne, super. Den Link zum Produkt findet ihr übrigens in meiner Videobeschreibung. Und wenn ihr dort über den Link auch ein Fahrrad dementsprechend bestellt, unterstützt ihr auch gleichzeitig damit meinen Kanal. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Fahrrad ist soweit aufgebaut und dann kann die erste Testfahrt beginnen. Und die seht ihr dann nächste Woche. Für den Preis hätte ich jetzt nicht so ein gutes E-Bike erwartet. Absolut nicht. Ja, vor allen Dingen auch hier mit dem Gepäckträger. 25 Kilo. Hat nochmal hier die Ösen für die Spanngurte. Hier nochmal eine extra Schiene. Klasse. Echt klasse. Ja, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Auch hier einstellbar der Sitz in der Höhe. Ja, das war das Unboxing und Review zum Tourol J1 ST. Und dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Das Fahrvideo zum Tourol J1 ST folgt dann nächste Woche, wo ich dieses Fahrrad dann mal auf Herz und Nieren auf einer Tour prüfen werde. Und da hoffe ich auch, dass ihr wieder dabei seid. Übrigens, der Link zu diesem Produkt findet ihr in meiner Videobeschreibung. Und alles Weitere folgt dann nächste Woche. Bis dann, euer E-Bike Tom. Ciao.